Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In dem Video verschenke ich ein paar Pets und los geht's. Oh, danke schön für die 300.000 Gems. Das ist auch nett. Oh, komm nicht rein, Server ist voll. Ja, ich werde den Server auch nochmal wechseln. Wenn alles gut klappt, dann verlassen die Leute ja auch immer, wenn der Server voll, wenn sie was bekommen haben. Das wäre zumindest der Optimalfall. Ja, mal schauen. Dann haben wir hier Yannick5573. Schreib's wieder, first try, ja komm. Du kriegst von mir auch ein Pet. Bitte sehr, hier noch ein Alien Arachnid für dich. Ich mag sowieso keine Spinnen. Gut. Nach Yannick wäre dann I Like Melons 100 dran. Wo haben wir I Like Melons? Hier. Tauschst du bitte nochmal Server? Ich tausche die Server, wenn jeder was bekommen hat, Nikita. So, nach I Like Melon kommt dann Aquana 2010. Wo haben wir dich? Aquana. Hier. Und du kriegst auch einen Arachniden. Bitte sehr. Und auch danke für die 1111 Gems. Ist wirklich nicht nötig, dass ihr mir Gems dafür gibt. So, dann haben wir Kleiner Noah. Wo haben wir dich? Du bist hier. Kleiner Noah 1. Das ist auch lustig, wie auf dem Leaderboard einfach jemand mit 80 Milliarden Pet-Stärke der Letzte ist. Jetzt, okay, jetzt ist es jemand mit 21 Milliarden, weil jemand verlassen hat. Das finde ich auch immer schön, wenn die Leute verlassen, nachdem sie ein Pet bekommen haben, damit die nächsten nachjoinen können. So sehe ich das gerne. Kleiner Noah, bitte sehr für dein Pet. Als nächstes wäre dann Niklas 2071 dran. Und dich haben wir hier. Und übrigens, falls jemand von euch seine Trade-Anfragen noch nicht öffentlich hat, stellt sie bitte noch auf öffentlich, sonst werdet ihr später vielleicht nicht drankommen. Und auch Dankeschön für die 50.000 Gems. Also seitdem wir hier Triple Gems haben, sind die Leute spendabel. So, nach Niklas, wir hatten da geschrieben. Max, zweiter Account. Alles klar. Wo haben wir? Hier, bitte, du kriegst auch noch einen Alien-Arachniten. Aber verlassen. Danke, dass du verlassen hast. Sehr nett, dann können die anderen nachrutschen. 1 Million Gems. Oh, Dankeschön. Wie gesagt, das ist nicht notwendig, dass ihr mir so viele Gems gebt. Gut, I Like Melons und Noah hatten schon. Niklas, Yannick hatte auch schon. Ihr habt jetzt wieder so viele Nachrichten geschrieben, aber JPolo4340, du hast noch nichts bekommen und deswegen bist du der Nächste. Wo haben wir dich? Hier, kriegst natürlich auch noch einen Alien-Arachniten. Bitte sehr. So, I Like Melons, Max, Noah, Ibo hat dann auch reingeschrieben. Du kriegst natürlich auch noch ein Pet, Ibo. Wo bist du? Hier. Bitte sehr, viel Spaß damit. LP, Dada, LP. Das ist auch ein wunderschöner Name. LP, Dada, LP. YouTube. Holla, wo haben wir dich? Hier. Ach, 2 Sekunden müssen wir da noch warten. Alles klar. Bist du gerade erst reingejoint? Schön. Das heißt, gerade erst vor einer Minute. Habt ihr 3 Millionen gegeben? Ja, danke, das ist echt nett. Wenn es so schnell geht, dann kriege ich es nicht immer mit, weil ich kriege es eigentlich immer erst dann mit, wenn ich merke, Augenblick, da funktioniert irgendwas nicht. Oh, ich muss nochmal auf bereit drücken, warum? Und dann sehe ich, dass ihr mir Gems gegeben habt. Auf jeden Fall vielen Dank für die Gems, Killer World. Wo haben wir Ibo? I Like Melons. Können wir traden, Conny? Nee, jeder kriegt immer nur ein Pet. Jetzt sind nochmal 2 Leute nachgejoint. Schreibt bitte noch was in den Roblox-Chat, wenn ihr noch nichts bekommen habt. Dann kann ich euch noch antraden. Gebe euch auch ein Pet, zum Beispiel ihr beide, genau, habt ihr Zahl geschrieben. Ich brauche einfach die Nachricht, damit ich weiß, in welcher Reihenfolge ich die Leute abarbeiten muss. Ich muss ja noch 37 Sekunden warten, dann kann ich die nächste Anfrage rausschicken. Und bitte, bitte lass mich, obwohl, ich kann ja mal gucken. Fuse Pets. Es gibt ja keine neuen Pets. Was würde es denn bringen? So ein Alien Arachniten kann man auch nicht fusen, ne? Nee, aber wenn ich da 3 reinpacke, sagt er, geht nicht. Genau. Schade. So, 30 Sekunden sollten rum sein. Also, nee, doch. Okay, dann sind 30 Sekunden noch nicht rum. Dann trinke ich erstmal einen Schluck. So, mein Dream ist ein Dark Matter. Ja, ich gebe die ganze Zeit Dark Matter Alien Arachniten raus. Wurde auch sehr viel gesponsert von Roblox Victor. So, danach haben wir Hosesee. Wo haben wir Hosesee? Hier. Ach, du machst deine Trades auf Friends Only. Stell die Trades bitte noch auf öffentlich, damit ich dich auch antraden kann. Und dann schreib bitte nochmal rein. Und sonst hat noch niemand mehr geschrieben. Will traden, nicht Pets haben. Ja, ich verschenke aber nur Pets. Also, wenn ihr mir was im Gegenzug geben wollt, dann könnt ihr das gerne machen bei dem ersten Trade, wo ich euch Pets schenke. Aber wenn ich euch jetzt schon Pet gegeben habe, dann trade ich euch jetzt nicht nochmal an, nur weil ihr mir noch irgendwas geben wollt oder noch irgendwas traden wollt. Ich verschenke einfach Pets. Ihr könnt die einfach annehmen. Ihr könnt mir was auch im Gegenzug geben. Das ist euch vollkommen überlassen. Ich mache es einfach. Aber jeder wird nur einmal bedient. So, du hast, deswegen kriegst du jetzt auch noch eine Anfrage. Bitte sehr. Und ein Alien Arachniten. 18,3 Milliarden. Das ist echt stark. Und auch danke für die 200.000 Gems. Muss man sich mal vorstellen. Früher, als Pet Simulator angefangen hat, da waren die Dominus-Pets gut. Und die waren gerade mal so im Bereich 10.000. Jetzt sind wir einfach im Bereich Milliarden. Okay, aber sonst hat niemand mehr was reingeschrieben, oder? Nee, sonst hat niemand mehr was reingeschrieben. Falls doch, bitte jetzt noch einmal in den Roblox-Chat schreiben. Sonst wechsle ich gleich den Server, damit die anderen Leute nochmal nachjoinen können. Du schreibst, warte, was möchtest du denn? Was ist los? Ich warte immer noch. Und ich warte immer noch. Und ich warte immer noch. Also ich kann jetzt nicht ewig warten. Worauf warte ich denn? Oh, guck mal, jetzt sind wieder 2 Leute nachgejoint. Kann ich ein Rainbow Ghoul Horse für zurück Dark Matter Arachnid? Nein, danke. Wie gesagt, jeder wird nur einmal bedient. Aber jetzt haben wieder neue Leute reingeschrieben, also können auch nochmal neue Leute Pets bekommen. Ich verlasse kurz, Yannick hat verlassen, ist echt nett, dadurch konnten die anderen nachjoinen. Jetzt haben wir hier Owner, King, Leon, wir müssen noch 28 Sekunden warten. Und dann haben wir auch noch, yo, 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 yo,
Key High. Man kann nicht joinen. Ja, man kann mir nur joinen, indem man mir folgt. Und dann muss man die Seite ein paar Mal neu laden. Und dann muss man halt das Glück haben, dass der Server gerade nicht voll ist. So, wir versuchen es jetzt nochmal. Die Zeit sollte ja hoffentlich rum sein. Als erstes hat Owner geschrieben. Try to resend. Okay, danke schön für den Alien. Jelly Alien, warum auch nicht. Nach Owner wäre dann Ibo nicht drin. Ibo hatten wir schon, aber yo, Kihai. Du kriegst auch noch einen Arachniten. Hi, bin neu. Hi, Totti. Und danke für die 980.000 Gems 959. Was ist das für eine Zahl? Ja, meinetwegen. Hatten wir schon John R&B. Wo haben wir dich? Hier. Du kriegst dann auch noch dein Pet. Wenn ich das Pet endlich auswählen darf, bitte sehr. Auch danke für die 97.257 Gems. Auch eine interessante Zahl. Danke auf jeden Fall. Viel Spaß mit deinem Pet. Und dann haben wir noch, ich bin Tim, kann ich bitte ein Ghoul? Für die Ghoul-Hosters muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht werde ich da so eine Chat-Verlosung machen. Müssen wir mal gucken. Ich meine, morgen wird ja auch nochmal ein Gewinnspiel aufgelöst auf dem Discord-Server. Dann kann ich gucken, ob ich da anderen Teilnehmern auch noch Ghoul-Hosters extra geben kann. Also falls ihr an einem Gewinnspiel morgen noch nicht teilnehmt, auf unseren Discord-Server. Warte, ich wollte aber gerade nicht yo eine Anfrage schicken, sondern eigentlich ich bin Tim. Hier, ein Ghoul-Host kriegst du nicht, aber hier bitte, diesen kannst du haben. Find dein Discord nicht, hast du wahrscheinlich geschrieben. Discord ist in der Videobeschreibung verlinkt oder auf meinem Kanal verlinkt oder in jedem anderen Video auch in der Beschreibung verlinkt. Die Leute lieben nicht mehr, deswegen werde ich jetzt auch mal den Server wechseln. Jeder hat was bekommen. Zumindest hoffe ich das. So, und wir sind wieder im Pet-Simulator. Raphael, Yannick ist schon wieder drin. Yannick, bitte join mir nicht immer nach. Die anderen Leute sollen es ja auch reinschaffen. Kleiner Noah hat es geschafft. Alles klar. Gut, dann müssen wir wieder eine Minute warten und dann kann ich euch wieder Anfragen schicken. Wie heißt du in Roblox? Ich heiße Roblox Conny. Du kannst mein Profil auch finden, indem du oben im Chat angepinnt auf den Link klickst. Der führt zu meinem Roblox-Profil. Kann ich bitte ein Pet? Genau, ja. Schreibt bitte mal jeweils eine Nachricht rein, dass ihr ein Pet haben wollt oder so. Und dann trade ich euch auch an, aber wir müssen erstmal noch eine Minute warten. Und ich habe eine E-Mail bekommen. Erstmal E-Mail checken, das ist wichtiger. Ich wette schon noch eine 100. E-Mail, dass sich die Nutzungsbedingungen wieder ändern. Wir aktualisieren die Nutzungsbedingungen. Dankeschön, jetzt habe ich die E-Mail auch noch auf dem Account bekommen. Schön, nehme ich auch noch eine. Da auch noch. Ach, wunderbar. Habt ihr auch alle schon euren E-Mail bekommen, dass die Nutzungsbedingungen sich geändert haben? So, genug E-Mails geguckt. Als erstes wäre II oder LL, Melo King, LL oder II dran. Ja, ich finde das heraus und man sieht, ob die Font höher ist. Ich glaube, das sind zwei große I's, weil ein L müsste eigentlich immer ein bisschen höher sein, aber bei der Font weiß man das nie. Vielleicht sieht man es bei der... Ja, hier sieht man, das sind zwei I's. Oder zwei solche geraden Striche, das kann auch sein. Okay, du kriegst deine Trade-Anfrage und danke für die Reversed Cat. Du kriegst von mir einen Alien Arachniten und danke für die 42.510 Gems. Hi, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich stehe, ich habe heute gegessen. Ich habe mich ausnahmsweise mal nicht überfressen. Normalerweise esse ich ja immer viel zu viel, wenn ich mir was gekocht habe. Als nächstes ist auf jeden Fall Sasuke dran und kriegt noch ein paar Pets. Wollen wir dich hier? Bitte sehr, du kriegst auch noch einen Alien-Arachniten. Hab Spaß damit. Und nach Sasuke ist dann Mike 2009 dran. Wenn der Trade hier endlich abgeschlossen ist. Perfekt. Okay, Mike 2009, wo haben wir dich? Da. Und du kriegst natürlich auch noch einen Alien-Arachniten. Und dann sind wir gleich durch mit den Arachniten. Conny, eine Frage. Und zwar, wie viele Tage nach dem Giveaway-Verlosung einlösen? Wie viele Tage nach dem Giveaway Verlosung dann einlösen kann. Also, nachdem das Giveaway aufgelöst wird, werde ich den Gewinner zu einem Ticket auf Discord hinzufügen und dann schreibe ich, yo, wann hast du Zeit? Ich erwarte schon, dass innerhalb von 24 Stunden geantwortet wird in dem Discord-Channel. Wenn das nicht passiert, dann gehe ich davon aus, dass das vielleicht irgendein zweiter Account ist oder die Person Discord gar nicht nutzt. Und dann wird gerewollt nach 24 Stunden. Aber sofern man sich meldet und sagt, yo, ich kann heute nicht, vielleicht erst nächste Woche, kein Problem, können wir so eintragen. Hauptsache, es kommt die Antwort. So, wir hatten Mike, das heißt, jetzt ist kleiner Noah dran. Wo haben wir dich? Hier. Und Noah kriegt meinetwegen heute mein Ghoul-Horse. Kostet ja nichts. Können wir Offstream zocken? Gute Frage. Offstream bin ich häufig auf dem Discord-Server anzutreffen. Nicht immer, aber oft. Ich bin relativ oft unten in den öffentlichen Channeln, aber ich zocke dann eher weniger. Wenn ich was zocke, dann nehme ich meistens auch auf oder ich livestreame. Und es ist immer sehr schwer, mich dazu zu kriegen, Roblox mit dir zu spielen, wenn ich auf Discord bin. Weil wenn ich auf dem Discord bin und chille, dann arbeite ich meistens an irgendwas anderem. Und mein Laptop in der Küche, mein Laptop halt automatisch Pet-Simulator. Und naja, um dann Roblox spielen zu können, müsste ich erst in die Küche gehen, meinen Laptop ausschalten und dann wieder hierher gehen und Roblox anschmeißen. Das ist mir dann immer zu aufwendig. Aber nach kleiner Noah wäre auf jeden Fall Shy High dran. Wo haben wir dich? Hier. Wir wollten ja Alien Arachniten vergeben, solange wir noch welche haben. Bekomme ich auch einen, wenn ich reinkomme? Du bekommst auf jeden Fall auch ein Pet. Mal gucken, was für ein Pet. 1 Million? Okay, danke. Eben waren es noch 100.000. So, Shy High. Und nach Shy High haben wir Melo King. Oh mein Gott, da ist das Present. Ich muss schlechte Pets ransetzen, aber ich habe keine schlechten Pets. Wir nehmen den. Der hat Diamonds. Farm die Diamonds für mich. Okay. Und nach
Shai-Hai haben wir Sasuke. Sasuke schreibt mal nicht so viel Sachen rein, sonst sehe ich die anderen Nachrichten nicht. Und dann haben wir noch Kai. Kai, wo bist du? Hier. Du kriegst dann von mir auch noch einen Arachniten. Einen Arachniten haben wir noch, also kannst du welche kriegen. 25 Millionen, ist das dein Ernst? Ich wollte schon sagen, das wäre ein bisschen viel. Für so einen Arachniten, das wäre zu viel auf jeden Fall. So, Sasuke, dann haben wir noch Yannick. Kann ich einen Ghoul? Brauche nur noch einen fürs Fullteam. Vielleicht auf dem nächsten Server, mal gucken. Kai haben wir hier noch, Shai, Kai, kleiner Noah, Kai, kleiner Noah, Shai. Immer die gleichen Namen und dann kommt irgendwann Pauli. Und Pauli, du kriegst auch noch ein Pet und alle anderen, die auf dem Server sind und noch kein Pet bekommen haben, schreibt einfach mal in den Chat rein, dass ihr noch, also in den Roblox Ingame Chat, dass ihr ein Pet haben wollt, damit ich euch auch eins geben kann. Bist mega guter YouTuber, keine Ahnung, ich denke, ich bin eher so ein mittelmäßiger YouTuber. Mega gut kommt erst, wenn ich mir auch leisten kann, mehr Arbeit reinzustecken. Ehre, kein Problem. So, also, okay, also wenn ich es nochmal schaffe, ja, du wirst es sowieso nochmal schaffen, weil die Voraussetzungen sind ja immer relativ gleich. Aber ja, können wir machen, Yannick. So, ich mache jetzt nochmal ein paar Pets hier Gold. Kostet ja auch nichts. Warum habe ich eigentlich noch so viele von denen? Habe ich die nicht alle schon Gold gemacht im letzten Stream? Aber hier hat jemand noch Hi geschrieben. Das heißt, die nächsten Pets werden verschenkt. Der Name ist noch ein bisschen sus, aber scheint alles klar zu gehen. Hä, wo steht denn der Name? Nirgends. Ach da, alles klar. Dann kriegst du auch noch ein Pet. Wo haben wir die denn hier? Ja komm, kriegst du zwei. Bin ich so gewohnt, zwei wegzugeben von 666.666. Oh mein Gott, damit kann ich ja das Dominus-Ding öffnen. Ah nee, das Dominus-Ding hat, glaube ich, 1 Million normale Coins gekostet oder 1 Million Diamonds. Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwas 1 Million gekostet oder 100.000. Man hat auf jeden Fall, nee, normal, 1 Million oder 1 Milliarde normale Coins. Ich weiß es nicht. Ich glaube 1 Million, man hat 666, ich glaube 1 Milliarde. Okay, stimmt. Wenn es 1 Milliarde kostet, hat es wahrscheinlich auch so viel gekostet. Man hat 666.666 zurückbekommen, oder 666 Millionen. Ich weiß es nicht. Na gut, wir haben auf jeden Fall noch Tayus. Tayus, du kriegst auch noch ein Pet. Könnte ich ein Pet bekommen? Jo, wenn du es schaffst, mir nachzujoinen, Jun. No. 1 Million Diamonds. Okay, das kann sein. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel das gekostet hat. Ist so lange her. Dann haben wir noch Kila mit einem L, aber Kila mit einem L, das gerade erst angefangen. Ich traue dir nicht so ganz. Ich glaube, du kriegst von mir dann doch eher sowas hier. Okay, dann nicht. Dann kriegst du nichts. So, wen haben wir noch? Ich bin neu, bitte. Egal. Ja, ist doch egal, wie viel Pet-Stärke du hast. Wo kann ich traden hier? Kriegt alle ein Pet. Wenn du es gebrauchen kannst, dann kriegst du es gerne. Hier, bitte sehr. Kann ich, wenn ich gleich reinkomme, einen Dark Matter Ghoul Horse haben, dann Full Team. Ich will die Ghoul Horses nicht einfach so verschenken. Ein paar schon, ja, ab und zu, aber die sollen dann schon noch irgendwie was Besonderes sein. Es kann nicht jeder erwarten, dass er von mir einen Ghoul Horse bekommt. Alex hat auf jeden Fall noch geschrieben. Race Diamond, okay. Alex, du kriegst von mir dann auch noch so ein Pet. Das wird auf jeden Fall stärker sein als deine restlichen, wie ich gerade sehe. Und hat sonst noch irgendwer geschrieben? Ich glaube, sonst hat niemand mehr geschrieben. Zumindest keinen, den ich sehe. Mal noch ein paar Pets Gold und dann werde ich nochmal den Server wechseln, wenn bis dahin niemand Neues mehr in den Chat geschrieben hat. Wie war euer Tag eigentlich? So, macht ihr Schule? Gibt es schon wieder Ferien? Ich krieg das nie mit, in welchen Bundesländern es Ferien gibt und wo gibt es einen Lockdown und wo sind die Leute auf einmal alle erkältet? Wie soll man da denn nur den Überblick behalten? Tokyo Lenny ist nachgejoint. Das sieht gut aus für Tokyo Lenny. Wenn er jetzt noch was reinschreibt, dann kriegt er noch ein Pet. Aber Tokyo Lenny hat irgendwie noch nichts geschrieben. Bro, du musst schon irgendwas in den Chat schreiben, sonst... Ah, jetzt. Kann ich eins. Sehr gut. Das war das Zauberwort. Ich weiß aber nicht, ob die Minute rum ist. Ich mache noch ein Pet Gold. Und trinke einen Schluck. Ich war übrigens heute beim Zahnarzt und es ist ein neuer Zahnarzt, bei dem ich vorher noch nicht war und ich glaube, ich habe den Jackpot. Der hat einmal in meinen Mund geguckt, sagte, oh, das sieht doch gut aus. Und das war's. Der hat nicht mal mit seinem Piekser rumgestochert. Ja, brauche ich nicht, dankeschön. Ich bin der aus dem YouTube-Chat. 5 Millionen, sicher, dass du mir 5 Millionen geben willst? Okay, gut. Conny, kannst du mich anschreiben? Heißt auf Discord max2account 2533. Hashtag 3010. Nein, ich kann dich nicht anschreiben, aber nach dem Livestream werde ich wahrscheinlich unten in Unendlich User oder in irgendeinem anderen Channel drin sein. Und dann könnt ihr mich dort einfach aufsuchen. Wenn man mir übrigens DMs auf Discord schreibt, dann sehe ich die wahrscheinlich gar nicht. Ich stelle die meisten Leute sofort auf Stumm, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme und dann kriege ich halt nie wieder neue Nachrichten. Deswegen schreibt mir am besten keine DMs, sondern wenn ihr mit mir unbedingt reden wollt, dann kommt in einen öffentlichen Channel, wenn ich gerade in einen öffentlichen Channel bin. Einfach mit rein. Conny aus dem Schnitt. Genau dieser Max, zweiter Account, der hat mich auf Discord per DM angeschrieben. Jetzt ist er stumm geschaltet, weil schreibt mir bitte keine unnötigen Privatnachrichten. Es gab schon hunderte Leute, die mir privat irgendwas geschrieben haben. Hi Conny, hi dies, das, bla bla. Ich kann nicht auf jede Privatnachricht eingehen. Ihr werdet stumm geschaltet, weil Discord benutze ich jeden Tag. Und wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, dann
gucke ich immer nach, wer mir schreibt. Und wenn es halt einfach nur ein sinnloses Hi ist, werdet ihr stumm geschaltet, dann war's das. Wenn ihr unbedingt mit mir sprechen wollt, dann geht in die öffentlichen Voice-Channel rein, sprecht da aktiver mal auch mit den anderen Leuten und dann wird je häufiger ihr auf dem Discord-Server seid, die Chance steigen, dass ihr auch mal mit mir sprecht. Und die Chance ist gar nicht mal so gering, ich bin ziemlich häufig unten in den öffentlichen Kanälen. Gebe dir, 5 Millionen für einen Dark Matter Ghoul. Ah, nee, sorry, solche Deals mache ich nicht. Aber Dragon Dream hat jetzt auch noch reingeschrieben. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich wechsle den Server, aber Dragon Dream, du hast es reingeschafft. Wir warten noch 35 Sekunden, dann kriegst du auch noch ein Pet. Ja, ich habe es geschafft. Als ob ich diese Chance gehittet habe. Jetzt noch ein paar Arachniten hier. Oh mein Gott, ich habe eine 100%ige Chance gehittet. Okay, ich komme rein. Wie gesagt, nach dem Livestream, jetzt kann ich natürlich nicht auf... Also ich bin schon auf dem Discord-Server. Ich bin gerade in einem Nicht-Stören-Channel. Den könnt ihr gar nicht sehen. Den können nur Leute wie Victor und Roblox Felix sehen. So, dann haben wir Dragon Dream. Noch einmal. So, und du kriegst dann auch noch einen Grim Reaper. Bitte sehr. Hi Conny, kann ich ein Pet bitte? Ja, wenn du es schaffst, mir nachzujoinen. Ich werde jetzt den Server wechseln. Oh nein, es haben schon wieder zwei Leute reingeschafft. Okay, wenn es... Jetzt haben es doch nochmal zwei Leute reingeschafft. Ich warte nochmal ab, ob die was reinschreiben, weil sonst wäre es echt schade für sie, dass sie jetzt wahrscheinlich so lange gewartet haben und dann doch nichts bekommen. Ich mache noch ein paar Pets Gold, gucke, ob ihr was reinschreibt in den Chat. Und ja, da hat Lukas schon geschrieben... Und Julian hat auch geschrieben. Okay, dann warten wir dann noch auch noch mal bis die Minute rum ist. Die kriegen auch noch Pets. Und dann geht's ab. Und Galaxy Raoul hat es auch reingeschafft. Aber jetzt schaffen es wieder alle Leute rein. Wenn ihr ständig den Server verlasst, dann kann ich den Server auch nicht wechseln. Können die mit Pet bitte verlassen? Ja, das scheinen sie gerade sogar zu machen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die eine Minute rum ist. Und ich kann da nochmal was rausgeben. Als allererstes hat Lukas geschrieben. Wo haben wir dich, Lukas? Hier, Lukas, du kriegst dann von mir auch noch einen Grim Reaper. Bitte sehr. Viel Spaß mit dem Grim Reaper. Und danach kriegt Julian auch noch was. Julian09i. Wo haben wir dich? Du bist... Hier. Oh nein, Galaxy Raoul, du kriegst danach was. Ich wollte ja eigentlich auch gar keine Anfrage schicken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit diesen zwei rausgeschickten Anfragen. Und was ist das hier unten für eine Ecke? Ich glaube, da hat Preston was mit den abgerundeten Kurven nicht geschafft. Jetzt nochmal Galaxy Raoul, tut mir leid. So, dann haben wir Julian, Lukas, Galaxy Raoul. Und dann ist noch ein Daniel reingekommen. Und Daniel kriegt dann auch noch welche. Mensch, das hört ja gar nicht mehr auf. So, Daniel, du bist hier. Daniel, stell deine Trades bitte mal auf öffentlich. Die sind gerade noch auf Friends Only. Schreib dann nochmal bitte in den Chat rein, sobald sie auf öffentlich sind. Dann kriegst du noch dein Pet. Owner from Games. Schreibt rein, kann ich. Du kannst auch eins haben. Erstmal aber Daniel, mal gucken. Du bist ja auch gerade erst reingejoint. Das heißt, bei dir müssen wir auch noch mal eine Minute warten. Conny, kannst du mir eine Anfrage schicken? Heiße Scheihain. Sorry, ich schicke dir keine Anfrage. Wie gesagt, wenn man Pets haben möchte, muss man mir nachjoinen. Und auf meine Freundesliste kommen auch nur Freunde. Und keine Fremde. So, Owner from Games. Hier, du kriegst dann auch noch einen Dark Matter Grim Reaper. Den haben schon wieder Leute reingeschrieben. Marcel, Hamburg, Georg. Daniel hat nichts mehr geschrieben, ne? Ja, okay. Daniel hat immer noch nichts geschrieben. Wenn Daniel nicht schreibt, gehe ich davon aus, dass das auch nicht umstellt auf öffentlich. Und beim Marcel muss ich noch 7 Sekunden warten. Ja, kein Problem. Wie gerne. Kannst du bitte meine Anfrage annehmen? Heiße Finn. Wie schon gesagt, keine Freundschaftsanfragen. Sorry. Auf meine Freundesliste kommen nur meine Freunde. Und Hamburg, Georg. I trade good Magnet Pet, okay? Ich möchte nicht traden, aber du kannst gerne von mir auch einen Grim Reaper haben, wenn du möchtest. Bitte sehr. Haben wir noch wen? Tokio. Aber Daniel hat nicht mehr geschrieben. Ich werde es noch einmal versuchen. Vielleicht hat Daniel einfach nur nicht mitbekommen, dass er nochmal reinschreiben soll. Und wenn das nicht klappt, dann wechsle ich den Server. Daniel. Ja, immer noch auf Friends Only. Alles klar, dann werde ich jetzt den Server wechseln. Und ich werde das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!